Die Alemannia im weißen Auswärtsdress von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Rot-Weiß Essen wird in ganz rot von links nach rechts agieren. Also, Jungs, los geht's. Macht uns nochmal 90 Minuten richtig Freude mit diesem Westschlager, bevor dann der Ligabetrieb wieder anfängt. Durchkommen kann der Plechati. Harenbrock. Und da ist Easy Young. Bangso zum ersten Mal gefragt. Das wird das erste Mal lauter auf dem Tivoli. Fans merken, ihr Team braucht sie ja. Und da Essen scheitert schon wieder an Bangso. Nächster Eckball. Numero 2 in der Partie, Nummer 2. Und da gucken wir auch nochmal auf die Wiederholung. Da, zack. Noch leicht abgefälscht und Bangso, der holt die Pranke raus. Disco Fox nicht ganz auf Beat. Easy Young. Oh, schön, wie er den Ball behauptet. Und da ist das 1-0, Rot-Weiß Essen. Ron Berlinski kriegt eine Bierdusche mit, weil er der Werner Fuchs-Tribüne signalisiert. Seid mal ruhig da. Und Rot-Weiß Essen führt die Ballannahme von Young eigentlich gar nicht gut, aber er macht es dann stark, wie er seinen Körper zwischen Ball und Gegner bringt. Das behauptet, ihn rüberspielt. Und Berlinski ist da komplett frei. Nicht der erste lange Ball in Richtung Easy Young. Klappt ganz gut. Und wieder Easy Young, der jetzt alleine auf dem Weg ist. Nee, Lubongo. Bongo ist es und der trifft den Pfosten. Szene noch heiß. Plechati. Ja, der braucht zu lange. Jetzt die Alemannia nachgerückt und dann nichts mehr. So, Bongo liegt am Boden. Der Alemannia spielt nicht weiter. Und das war ein deutliches Zeichen auch von Bayric, der den nicht nur rausspielt, sondern gegen die Bande knallt. Und die Flanke ist schön. Und Berlinski 2-0. Rot-Weiß Essen, Doppelpack von Ron Berlinski. Schauen wir nochmal drauf. So, und die Flanke, das ist traumhaft. Wieder Berlinski in der Mitte mit zu viel Raum. Die Innenverteidigung der Alemannia beschwert sich über eine potenzielle Abseitsstellung. Sah mir auch erst ein bisschen weit vorne aus, aber die Fahne bleibt unten. Und wieder kommt ein rot-weißer Express und erneut in der Mitte Ron Berlinski ganz alleine. Und dann hat die Alemannia Riesenglück, dass die Reingabe diesmal nicht so gut ist von Enali. Aber da war weit und breit niemand bei Berlinski, bei Young. Riesenlücken, die die Aachener da gerade haben. Mause. Yannick Mause! Schöner dieses Tor. Gucken wir drauf. So leitet selber ein, kriegt den Ball dann zurück und uiuiui. Da kann sich Gold strecken, wie er will. Die Alemannia ist wieder dran. Oh, guter Ballgewinn jetzt. So, was kommt daraus? Schwermann, Schwermann! Das wäre doch mal ein Einstand zu Hause gewesen. Erstmal auf dem Tivoli und damit den ersten richtigen Torschuss zu treffen. So.
Grandioser Ballgewinn von Mbongo. Und dann liegt es nicht ganz auf dem Silbertablett, aber die Schusswarnung ist frei. Viel fehlt nicht. Erstmal Thomas Eisfeld. Bastian Sengelmann! Wer denn auch sonst? Natürlich trifft er, wenn der reinkommt. Und ich glaube, das war Torschuss Nummer 1 vom Engel. Reingabe mit ein bisschen Glück dann auf dem Fuß von Engelmann. Und der fackelt nicht lang. Hält drauf, 3-1 für die Gäste. So, und das war's. Fast auf die Sekunde genau beendet Marc Jäger das Testspiel, den Westschlager zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiß Essen, an dessen Ende ein 3-1 für Rot-Weiß Essen steht. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.